Ich weiß nicht, ob man's gerade gesehen hat. Ich wollte eigentlich nach da drüben zurückkehren, bevor ich die Aufnahme starte. Aber ich habe gerade eine Grabsense bekommen. Bei Let's Play Elden Ring. Pong, tong, pong. Geil! Eine Großsense mit ausladender Klinge und gekrümmtem Schaft. Die typische Waffe alter Grabhüter, die sich im Zwischenland um vergessene Friedhöfe kümmern. Angeblich war diese Waffe früher ein Schutztalisman gegen böse Geister. Heute sind sie selbst Bestandteil böser Geister. Oder Skeletorenmänner. So, ich bin aus bestimmten Gründen hierhin zurückgekehrt, weil der mächtigste Mann des Universums, Aaron Sorg, zumindest nach Tarzan, wollte, dass ich graue Haare bekomme. Noch mehr graue Haare stirbt. Und stirbt richtig. Ah, unten. Oh, ich hab sie angelockert. Ich hab sie angelockert. Hier ist nämlich eine unglaubliche Brücke voraus, die nämlich keine unglaubliche Brücke ist. Jetzt hat der Aaron Sorg mir Tipps gegeben. Werde aber am Arsch sein hier. Am Arsch bin ich hier gleich. So, wie funktionierte das hier nochmal? hier bin ich sowas von gestorben und hier werde ich jetzt auch sterben. Aber ich kann mir meine Runen kann ich mir sie alle wieder besorgen. Jetzt lache ich noch, aber gleich bin ich etwas überfordert, weil ich meine verdammten Drecksgegenstände nicht finde. Wo sind meine schönen Kiesel? Oh, warum habe ich nur noch 23 von den schönen Kieseln? So. Wop. Jawohl. Ich habe keine Ahnung mehr, wie ich das damals gemacht habe hier. Links versuchen. Gucken wir mal. Ja, das ging hier. Das ist sicher. Sicher. Das ist super sicher. Ah, das ist ja eigentlich ein Rätsel. Sag an. Hier muss man nämlich irgendwo hochlaufen. Das weiß ich noch und ich habe das irgendwann mal einfach gebrute-forced, weil mir hier die Dingies ausgegangen sind. So. Hier, die kann ich bestimmt noch hin. Man kann wohl auch irgendwie sterben. Okay. Bestimmt hier lang. Haha! I am so good, TM. Da geht es kaputt. So, da geht's weiter. Ah, das bestimmt dieser geil. Ah, Nebel des Lebens. Ich liebe Nebel des Lebens. Keine Ahnung, ob man das hier auch noch irgendwie anderweitig sieht. Ich glaube, ich habe irgendwann einfach Pfeile oder sowas in den Boden geworfen. Aaron Sorg sagte mir auch, es gäbe wohl die Möglichkeit hiermit, oder zumindest in früheren Iterationen, also weiß nicht, ob das jetzt nach dem aktuellen Patchstand noch funktioniert, in früheren Iterationen des Spiels gab es wohl auch durchaus die Möglichkeit, irgendwelche Effekte, Area of Effect Zaubersprüche oder sowas zu sprechen, mit deren Hilfe man sich dann entsprechend orientieren kann, ob da noch was ist oder eben nicht ist. Ich glaube, wenn man dem Nebel folgt, hier müsste das richtig sein. Oh, jetzt geht ihm die Scheiße aus. Ich habe das übrigens vorher nicht geübt. Das ist noch so ein bisschen aus dem Kopf und jetzt freue ich mich über den Nebel. Aber wir können noch Objekte herstellen. Und so habe ich damals auch ganz schön viel Zeug davon zusammengebaut. Deswegen habe ich Ruinenfragmente gefarmt. Brauche ich die noch für was anderes? Keine Ahnung. Wenn ja, farme ich weiter. So, aha. Ja. You are so good to me, Environment. In deinem Namen steckt der End. Anton. So. Und? Das schaffe ich. Erster Versuch, Bitch. Ja! Ja! Sag mal! Gut, gut, gut. Eine schöne Straße haben wir hier. Ich hätte es nicht gedacht, dass ich das ohne zu sterben schaffe. Sagte er, während der Feind herumschwungert. Ja, danke, dass du automatisch auf... Danke, dass du automatisch das Ziel die ganze Zeit wechselst. Arsch. Trottel. Jetzt sterbe ich.
weil das Spiel gut designt ist. Oh Gott! Gott im Himmel! Gott, Gott, Gott! Oh my goodness! Fisch schrieb mir auch, dass man wohl 14 Estus insgesamt haben kann. Das heißt, einen kann ich noch. Einen kann ich noch! Das heißt, der ganze Kack, den ich einsammle, lohnt sich? Warum baut man hier auch Gegner ein? Die hauen doch hier so ganz derbe rein. Ich will doch hier jetzt nur überleben, sonst komme ich nicht mehr rein und bleib am Abgrund kleben. Oh, man kann... Jo, Megor. Schade, dass das hier wieder so rumruckelt gerade, merke ich. Ich hatte nämlich nochmal in meinen Einstellungen etwas rumgefriemelt, weil ich gedacht habe, dass das geht. Wer jetzt denkt, oh, du Trottel, du törichter Wicht, Bernd, warum bist du nicht durch den Eingang gegangen, den man auch irgendwie anderweitig erreichen kann? Ja, das geht, aber hier ist ein Siegel davor. Und was steht hier dabei? Fallender Schnee enthüllt Unsichtbares. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin wirklich nicht drauf gekommen. Ich bin nicht drauf gekommen, wie man da hinkommen soll. Ich bin hier von der Seite aus, also im Stream damals, bin ich hier rumgerannt wie ein Trottel sondergleichen. Und irgendeiner meiner Zuschauer, damals hatte ich nämlich noch welche, hatte mir halt was geschrieben, wie sie denken, dass da von der anderen Seite aus noch irgendwas ist. Keine Ahnung, ob er sie oder das dazwischen irgendwas wusste, wie das wirklich gedacht ist. Ich hab's auf jeden Fall nicht rausgekriegt. Ich hab's wirklich nicht rausgekriegt. Ich bin hier rumgelaufen, hab mich gedacht, oh, fällt ja gerade gar kein Schnee. Glaube ich. Keine Ahnung, ob hier auch kein Schnee fallen kann. Ich glaube zumindest, dass hier kein Schnee fiel. Zumindest nicht immer. So, egal. Wir haben es hier reingeschafft. Das bedeutet, wir müssen jetzt ja sicherlich auch irgendwas kriegen für unsere Mühen, die wir auf uns nahmen, hier reinzukommen. Und das versuche ich jetzt mir hier noch rauszuholen. Ich weiß nämlich jetzt auch wirklich nicht mehr, was es hier gegeben hat oder geben wird. Für uns in unser Inventar füllend breit machen. Ach so, ein Aufzug. Gut. Dann hatte ich, überlegt, Schloss Sol zu machen. Und Viech sagte mir, glaube ich, auch was davon, dass sie irgendwie was kaputt gepatcht haben mit Latenna. Eigentlich wollte ich Latenna noch verstärken, um sie auch mal zu benutzen. Oh, ein Arsch. Ich steck mein Ding durch die Wand, Arsch. Das durch die Wand, Arschloch. So. Ich kann Peitsching Yen durch die Wand machen. Bei Peitsching Yen stelle ich mir ein Yen-Stück vor, was gepeitscht wird. Und das ist Peitsching Yen. Wer sich wundert, wo kommt... Was redest du jetzt für einen Scheiß? Als ich vor längerer Zeit nochmal die Schlange im Schatten des Adlers ein alter Jackie Chan Film, check das, Checker Chan, Ursternregen, da habe ich tatsächlich, keine Ahnung, Peitsching Yen, ja, ein böses Yen-Stück, ich wurde zu viel ausgegeben. Ich sollte nichts mehr sagen. Ich sollte nichts mehr sagen. So, wir haben Urgestein-Zeugs bekommen. Das müsste das hier sein. Oh, 52. Das können wir erreichen, wenn wir wollten. Diese älteste aller Urzaubereien stammt angeblich von einem Astrologen der Antike, einer wahren Legende unter den Zauberern. Er schafft eine dunkle Sternenwolke über dem Zaubernden, aus der sich kurz darauf ein gewaltiger Wolkenbruch ergießt. Diese Zauberei kann in Bewegung gewirkt werden und lässt sich durch Aufladen noch verstärken. Angeblich ist dies der Zauber, aus dem die Schimmersteinzauberei erstand. Durch einen flüchtigen Blick des Astrologen auf die Urströmung nahm ihre Macht Gestalt an und der Bernstein der Sterne prasselte auf dieses Land. Müsste das dann nicht irgendwie heller sein oder so? Auf heller und pfennig? Dornbusch der Bestrafung. Was brauche ich denn dafür? Glaube eins. Achso, okay. Den hatten wir in der vorletzten Folge irgendwann mal bekommen. Eine abwegige Zauberei, die von verbannten Verbrechern entdeckt wurde. Nichts verachtet die Akademie so sehr wie die Zauberei dieser Kriminellen. Verwundet den Zaubernden mit den Dornen der Sünde, um eine Spur aus Blutdornen zu erschaffen, die Gegner von unten aufspießen.
Diese Zauberei kann wiederholt gewirkt werden. Die Schuldigen leben in ewiger Dunkelheit, da ihnen die Dornen ihre Augen raubten. Und in dieser Dunkelheit fanden sie den Blutstern. Was zum Henker ist jetzt wieder der Blutstern? Das auf jeden Fall nicht. Ah, das war Lorettas Lorettas Schlitt. Ich glaube, wir sind jetzt wieder unten, oder? Weil dann kann ich jetzt nämlich hier raus. Kann mal vor der Tür gucken. Und mich wieder ablenken lassen mit anderen Firlefanz. Achso, hier sind wir reingelaufen. Genau. Interessant, dass das Spiel auch die Steine so lange im Speicher hält. Da bin ich immer wieder beeindruckt, so ein kleines bisschen. Und immer wieder, keine Ahnung, das ist mittlerweile so eine fiese Angewohnheit von mir, dass ich bei, gerade bei Spielen oder eigentlich alles, was mit so Computerprogrammen im weitesten Sinne zu tun hat, dass ich mich selber frage, ich habe keine Ahnung, wie ich das programmieren könnte, weil ich ein Dumm wie Brot bin. Obwohl ich mittlerweile ein bisschen mehr Erfahrung damit habe, aber ich bin halt schlecht. Und kann halt nichts. Außer schlecht Eldritch zocken. Aha! Mit Waffen. Ja, hole gefälligst gut aus. Apropos Waffen. Was habe ich denn hier gerade? Achso, ich habe deswegen auch deutlich weniger Runen, weil ich die wieder ausgegeben habe, um meine Peitschen hier auf 18 zu bringen. Weil da musste ich auch ordentlich Material wieder einkaufen. Und ich habe jetzt Zeug, was ich gerade... Brauche ich das? Moment. Geschickt 20. Achso, das habe ich, glaube ich, angelegt, um meine Stärke zu verbessern. Ist mir eingefallen, ich kann ja noch meine Sachen da drauf ändern. Also die Ausrichtung. Ich habe eisig. Eisig? Nee, magisch. Magisch und eisig. Eisig, glaube ich, genutzt. So, deswegen kann ich hier das mal benutzen. Das Sterngucker-Gedöns. Und statt... Ich mache doch häufiger diese Sprungangriffe eher, als hier... Schaden durch häufige Angriffe in Folge auszulösen. Dann nehme ich mal wieder das hier. Und statt Stärke, brauche ich Stärke nicht. Ich glaube, ich gerade momentan gerade nicht so wirklich Stärke. Dann könnte ich, auch wenn das vielleicht tödlich ist, Marikas Narbensiegel anwenden, um meine Magie nochmal um 3 Punkte mit zu erhöhen, neben anderen Werten. Und wäre nun in der Lage, sollte ich das hier entsprechend sortieren. Also, gucken wir nochmal. 155, 59. Oder gibt es hier irgendwas, was verstärkt Gravitation? Todeszauberei, Karia-Schwert, Schimmerstein-Klingen, Nachtzauberei. Ist das Nachtzauberei? Das eine Ding. Kristallin-Dings-Zauberei. Ach so, ich muss es ja ohnehin auch noch beim Leuchtfeuer entsprechend ausrüsten. Das machen wir später, aber nur, dass ich das nochmal... hier mir doch mal angucke. Ist das eine Nachtzauberei, die wir da bekommen haben? Steht das irgendwo? Was ist Ursteinregen? Sternregen? Oder ist es Sternzauberei? Älteste aller Urzaubereien. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich jetzt... Ist es Urzauberei? Ist das wieder eine eigene Kategorie von Zaubereien? Hier kommen wir wieder nach unten. Wollen wir das? Nee, nicht wirklich. Ne? Da kommen wir eigentlich her. Gut, oder besser gesagt, schlecht. Ich guck mal, ob ich hier oben noch irgendwie ein Leuchtfeuer finde, wo ich mich noch ein bisschen drauf... Oh Gott. Ja, kämpfen wir uns ein bisschen hier durch die Gegend. Ist ja auch geil. Mal sehen. Merkt man was von meinem Mehrschaden, den ich jetzt ausrichte? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht. Oh, ich mache so oft Sprungangriffe. Deswegen benutze ich jetzt meinen Sprungangriff verbessernden Marionettenhelm. Ja, ist okay, ne? So... Oh, er läuft an und täuscht an gleichzeitig, glaube ich. Oh ja, gib. Also mal sehen, was sehen wir denn? Wir sehen Dinger im Himmel. Und Dinger im Himmel sind, glaube ich, gar nicht so verkehrt, weil Dinger im Himmel geben cooles Zeug. Lügner voraus, kurz gesagt, Held. Ah, ich glaube, da unten gibt es irgendwo ein Leuchtfeuer-Dings. Oh Erdenbaum, so werde es Feuer. Aber hier umgehe ich, glaube ich, gerade auch eine ganze Menge. Von daher tue dies nicht. Moment, da oben. Dann nehme ich doch mal einen Bogen. Habe ich hier irgendwas auf Plus? Das ist eigentlich besser, das hier oder? Ich glaube, eigentlich der hier. Oh, ich bin immer noch schnell. Geil. So. Nein. So benutzt man keinen Bogen. Man benutzt nicht die Sehne zum Peitschen. Jawohl, es ist kaputt. Und wir bekommen eine goldene Rune.
Und deswegen tun wir das auch. Ist das Kacke? Nein, es ist ein rostiger Stein. Ich benutze jetzt nicht der Pert, weil der Pert, der hat noch Urlaub. Der braucht auch. Wir nehmen ihn gleich. Wir rufen ihn aus dem Urlaub zurück, weil er hat beim Kontraktieren seines Arbeitsvertrages nicht so ganz gut aufgepasst. Wobei, ich glaube, wir machen erstmal den hier zu Brei. Dup, 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 dup. Ah. Ja, wenn er noch nicht gefunden wurde. Was heißt gefunden? Wenn er uns noch nicht gesehen hat, wir noch einen Schadensbonus ausrichten. Ist auch nice. Yes. Ich habe übrigens keine Ahnung, ob hier noch großartig irgendwelche. Zum Glück kann er sehr gut schießen. What? Hinter mir auch welche? Ja, okay. Von wo? Von dort. Da oben! Da oben ist auch noch. Oh, da hinten ist auch noch einer, der fliegt. Moment. Jetzt rufen wir ihn aus dem Urlaub zurück. Hatte ich das denn? Das ist jetzt gerade ein Grafikfehler? Oh, ach, da! Da ist er. Danke. Das ging gut. Toll! Zwei Kopftreffer gleichzeitig. Ich meine, hintereinander. So eine Sauerei. Aber egal, wir haben. Oh, das gibt ja auch ganz gut wieder an Runen oder so dergleichen dazu. Oh. Absteigen. Keine Ahnung, ob man vom Pferd aus mit dem Ding hier peitschen kann. Moment. So. Ja, lange nicht mehr gespielt. Haha! Ja, das nehmen wir gerne mit. Nein, ich nehme das Ding nicht in beide Hände. So, das, so ist gut, so ist gut, so ist gut. Es wird nur eine Weile dauern, bis wir hier dann später weitermachen werden. Ja, wir haben noch ziemlich viel anderen Scheiß vor der Brust. Also, coolen Scheiß. Sehr coolen Scheiß. Hoffe ich. Und nicht ganz so coolen Scheiß. Was machst du denn hier? Die Denkerpose des Grauens. Yay! Okay. Wundervoll, Fragezeichen. Oh Gott, ich bin so verwirrt. Genau, hier geht's in die Richtung und in der Richtung könnte man wieder in diese Richtung übersetzen. Aber bevor wir das tun, versuche ich, wie gesagt, mir jetzt gerade noch einen Fortschrittsraum zu erspielen. Gott im Himmel. Ja, da muss ein kleiner Höhepunkt kommen. Und ich weiß auch schon wie. Oh, da gibt's mehrere Möglichkeiten, wie ich gerade sehe. Wo waren das hier? Hier gab es doch. Hier gab es ein Leuchtfeuer, wo man sehr schnell dran vorbei dingsen kann. Moment, ich höre Bling, Gombala, Bing, Blong. Ah, oh, was Goldenes. Oder auch nicht? Ah, jawohl. Aber es ist nur ein normales Dings gewesen. Es sah zuerst total golden aus, oder? So, da gibt es ein Mini. Ich habe keine Ahnung mehr, was das für ein Miniboss ist, war, sein wird. Ah, da, oh, scheiße. Hier gibt es sogar Riesenköte. Ach, das habe ich wieder total vergessen. Das ist ja scheiße. Aber wollen wir uns nicht weiter ablenken lassen von der Riesenköte? Oder vielleicht doch. Der gibt bestimmt ordentlich Rumbala-Zambala. Aber bevor wir uns widmen wir uns dem Ding hier. Gucke noch mal ganz kurz, wie viel. Ich weiß, ich brauche mittlerweile über 100.000. Aber ich weiß nicht mehr. Okay, fast 120.000. Ah, mal sehen, ob wir ihn schön natzen können. Oh. Hey. Scheiße. Ich meine, yay. Ah. Oh, 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 oh. So kalt ist hier dann auch wieder nicht. Hab mich warm angezogen. Pfiu, pfiu, pfiu. Okay, das ist so ein Fluggedöns. Was habe ich. Oh, ja, gut, das Ding hat jetzt nicht wirklich viel gegeben. Hat vielleicht noch die gleichen Werte wie damals in Kelid oder so. Okay, lass mich eben mal hier ein bisschen über die Palisaden drüber schauen. Scheiße. Ja, den. Peitschen in einen kleinen Miniboss-Raum rein. Siegelgefängnis des Fürstenanwärters. Okay, ist so ein Anwärter. Gucken wir mal, wie lange er jetzt noch anwarten muss. Es ist Weig. Hab das Gefühl, schon mal was von dir gehört zu haben, Weig.
Park. Nein. Ah ja. Ich konnte übrigens nichts mehr machen. Und war mal von der plötzlichen Hyper-Armor wieder sehr übergerascht. Wenn der Sprung nicht kommt. So, das haben wir hoffentlich. Nein. Nein. Ah, so einer sind wir. Oh ja. Nein. Warum habe ich eben gegen ihn verloren? Ach so, Hyper Armor. Nein, das kriegst du nicht. Ja. Also, ich will jetzt nicht den Tag vor dem Abend loben, aber... Meine Reichweite ist schon geil. Warum habe ich das erste Mal gegen ihn verloren? Ja, 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 Hyper Armor, Hyper Armor. Damit ich es noch ein paar... Ich dachte gerade schon, es kommt noch was. Vikes, Drachenblitz, Fingerabdruckhelm, Ja, ein... Also, wenn der Verbrechen begeht, das lieben die Kommissare. Und Kommissarinnen natürlich. Cool! Wir können löweln. Dann machen wir das gleich. Aber vorher... Ja, Vikes, Drachenblitz. Glauben 22... Was? 23... Um Gott im Himmel! Ich rede mich um Kopf und Kragen. Anrufung von Vike, Drachen, Ritter der Tafelrundfeste. Beschwört einen roten Blitz, um den Körper des Zaubernden und die Waffe in seiner rechten Hand zu stärken. Verzaubert die Waffe mit Angriffen der Affinität Blitz und erhöht das maximale Ausrüstungsgewicht. Verringert allerdings auch die Resistenz gegen Blitzschaden. Von allen Rittern war Vike der Drachenspeer derjenige, den Lanciax am meisten liebte. Und am längsten. Sie hatten 50 Kinder, Drachen. Sind das alles Bosse in dieser Welt? Okay. Und wir haben die Fingerabdruckausrüstung. Ein Helm von den Fingern versenkter und mit Blasen bedeckter Eisenhelm, getragen von Vike, dem Ritter der Tafelrundfeste. Kein anderer Befleckter war dem Thron des Eldenfürsten näher als Vike. Jedoch stieg er ohne jegliche Vorwarnung weit unter die Hauptstadt hinab und wurde von der rasenden Flamme versenkt. Traf Vike seine Entscheidung für seine Jungfer? Oder hat ihn eine andere Macht mit Suggestionen gelockt? Ja, werden wir es jemals herausfinden? Rasende Flamme sieht danach aus, als hätten wir hier ähnliche Texte bei den anderen Teilen. Ja, sieht danach aus. Gut. Jetzt, ich glaube, Lebenspunkte ist der nächste, oder? Ich meine, beim letzten Mal hatten wir noch etwas anderes. Oh, man kann mit Elina sprechen. Nein, Moment. Ich mache jetzt einen Stufenaufstieg, sonst kann sie ihre Klappe nicht halten, während wir Lebenspunkte leveln. So, jetzt aber. We're almost there. The flame of ruin lies just ahead. I'm glad it was you I traveled with. I must tender my thanks to Torrent, too. Thank you, Torrent. Please continue to lend your aid. Till the end. Toll. Toll. Mir so, ja, ich danke auch dir. Aber Perd, du bist so toll, so wunderschön, so mächtig. Du bist ein wahrer Hengst. Und aus dir machen wir jetzt Sauerkraut nach aller Hengstenberg. Das kennt doch auch keine Sau mehr. Mein Gott. Es war doch Sauerkraut, oder? Jedenfalls früher, TM, früher. So. Bin ich ja richtig? Ich glaube, hier geht's irgendwo wieder runter? Ich dachte, ich hätte hier den Weg runter eben gesehen. Genau, zu dieser schönen, formlosen Eisfläche. Mit ganz vielen quallernden Toren. Ich glaube, hier ist ursprünglich eigentlich... Ja, hier kommen wir so runter. Es müsste ja irgendwo auch eine Möglichkeit geben, anderweitig nach oben zu kommen mit irgend so einem... Ein Riesenhummer.
Oh, Fakko, ein Riesenhummer. Doch, ich benutze jetzt ein kleines bisschen mein Meta-Wissen hier. Um einen Riesenhummer... Ja. Ja. Ja, ja. Ich habe mein Meta-Wissen benutzt, um zu verrecken. Okay, da kommen wir ran. Gott. Ich bin jetzt nochmal woanders rausgekommen. Natürlich erkennt es mich. Ah, nein. Wir haben nur den Trigger überrannt. Ja. Dankeschön, liebe Kameradinnen und Kameraden. Und da drüben ist das eigentliche Ziel. Also, was heißt das eigentliche Ziel? Oh Gott, ich bin jetzt gerade so unsicher. Es gibt nämlich noch einen anderen kleinen Dungeon. Und mit der Bewaffnung, die ich habe, werde ich, glaube ich, richtig aufs Maul kriegen. Und es wird mich sowas von freuen, das zu tun. Aber hey, dann kann ich das auch abschließen und dann kann ich wieder den Weg Richtung Schloss Sol, glaube ich, einschlagen. Weil dann haben wir hier relativ viel hingekriegt. Oh, eine weitere Kirsche. Ist die erste Kirsche von Marika. Mit einer weiteren heiligen Trine nach ewig langer Zeit. Wir gefühlt keine weitere Verbesserung mehr bekommen haben. Ist hier nicht noch was anderes? Ich dachte, er hätte es noch was anderes gegeben. Oh, man kann auch noch mit Melina noch einmal sprechen, okay? Aber erstmal Flasche auf verbessern und dann mit ihr reden. Spoken echoes of Queen Marika linger here as well. Shall I share them with you? Ja, tu es. Marika's own words. Hark, brave warriors. Hark, my Lord Godfrey. We commend your deeds. Guidance hath delivered ye through each ordeal to the place ye stand. Put the giants to the sword and confine the flame atop the mount. Let a new epoch begin. An epoch glistening with life. Brandish the Elden Ring for the age of the Erdtree. Interessanter Text. Das bedeutet, die Königin Marika, vielleicht noch bevor sie Königin wurde, ist auf jeden Fall, oder war sie da schon auch eine Göttin? Keine Ahnung. Scheint hier in das Land eingefallen zu sein, um die Flamme auszumachen oder einzudämmen, wie sie sagte. Das, glaube ich, passt besser. Damit der Erdenbaum wachsen kann. Und erst dann wurde das Zeitalter eingeläutet. Und endlich können wir, ich glaube, bis plus 6 Dunkelschmiedesteine kaufen. Ah, oh, genau, das war's. Und das Ding hatte ich zuerst verwechselt mit dem Teil, was man in den Ruinen von Zamor findet. Und der eigentliche Miniboss. Oh, da ist noch mehr Hummer. Ich meine, hier gibt es bestimmt keinen Miniboss. Ich meine, es ist nur eine große Seefläche und Seen sind in diesem Spiel. Da gibt es keine Bosse. Oder kann jemand auch nur einen See nennen, wo es einen Boss gegeben hat? Oh, es ist ganz schön neblig hier. Ja, das ist ein blöder Wetterumschwung. Es ist Borealis, der eisige Nebel. Und ich höre nicht, von wo es spawnt. Oh Gott, ich meine, oh geil. Ja, peitsch dir. Das ist ein beschissener Effekt, weil er das Ding so schnell macht. Da habe ich ordentlich zu kämpfen mit gehabt, während meines Kampfes gegen ihn im Stream. Ja, hier. Yeah. Ich domptöre dich! Da soll man, glaube ich, auch auf dem Pferd bleiben. What the heck? Die Reichweite ist schon geil. Wenn man mal das Ding von ihm treffen würde, das sich da Schnauze nennt. Danke, dass du mir die Qualle vor die Flinte... vor die Flinte setzt. Auf dem Pferd geht's tatsächlich. Wenn man mal den scheiß Kopf treffen würde nochmal. Wozu habe ich das Ding anvisiert? Oh mein Gott. Und weg.
Deswegen möchte ich ungern vom Pferd runter. Das Problem ist, je nachdem wie er rumfliegt, ist es so, dass wir bei den Humeriern landen. Oder einfach nicht bei den Kopf anvisieren, weil das ja gut wäre, das zu tun. Ein bisschen weiter nach oben schlagen wir dann geil. Ich liebe dieses Mal, wenn man das noch nicht rausgehört hat. Okay, jetzt weiß ich nicht. Oh, das kann ich, glaube ich, noch nicht. Oder ich habe es damals voll ignoriert. Kann es sein, dass die Trefferbox später... Ah, endlich! Und mal ein bisschen weglaufen. Jetzt haben wir endlich ein bisschen Blutungsschaden verursacht an ihm. Oder ihr. What the heck? Könntest du was an mich... Dankeschön, danke. Ha, da zieht es natürlich sofort den Flügel weg, während ich angeritten komme. So, nochmal näher ran, nochmal näher ran. Drauf. Jetzt kommt's angerutscht. Ja. Und deswegen ist es auf dem Pferd sehr viel angenehmer. Weil man dann auch Chancen hat davon... weglaufen zu können. Ja, machen wir noch was anderes. Oh. Yay! Yeah. Eigentlich bin ich ja auch vom Pferd runter. Okay, ich bin eigentlich gerollt, aber gut. Aber ich habe lange nicht mehr gegen Drachen gekämpft. Ah! Yeah. Kommt noch einer? Nee. Aber die Reichweite der Peitsche... Wow, das ist echt gut. Das muss ich mir merken. Die Peitschen sind richtig, richtig gut gegen diese Viecher. Also, die machen jetzt vielleicht nicht den weltbesten Schaden, aber die Reichweite, man trifft den Kopf tatsächlich auch mal gescheit. Und wir kriegen ein weiteres Drachenherz. Yay! Gut. Haben wir also einen Vorteil erlangt. Er spielt gegen den Drachen mit Hilfe meines tollen Peitschen-Outfits. Jetzt ist es nur so, dass ich nicht glaube, dass wir damit im nächsten kleinen Mini-Dungeon, den ich jetzt hier noch vor der Brust habe, so richtig weit komme. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob man hier in diesen endlosen, ja, gefühlt endlosen Weiten des vereisten Beckens, nenne ich es jetzt mal, dass wir da tatsächlich noch irgendwas Sinnvolles, Großartiges finden werden. Ah, gut, hier ist noch was. Ja, ja, das nehme ich, das nehme ich doch ganz gerne mal mit. Weil ist ja, ich könnte das jetzt soweit alles abreiten, abreiten. Und hier ist, oh, der Weg. Oh, mal sehen, ob wir... Höre, kriegst eine Seppuku. Ja, genau. Verleiht einer Waffe Affinitäten und Talente. Eine verbotene Technik der Schwertkämpfer aus dem Schilfland. Rammt die Klinge in euren Bauch, um sie in Blut zu tränken. Erhöht die Angriffskraft und die Chance, Blutverlust auszulösen. Zur Verwendung mit Schwertern und Stangenstoßwaffen, außer mit kleinen und gigantischen Waffen. Gibt es gigantische und kleine Stangenstoßwaffen? Oder Schwerter? Ich weiß es gerade wirklich nicht. Ja, ich höre jetzt auch das Bling, 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 Bling hier nicht mehr. Gut, dass ich hier noch hergekommen bin. Das war mir nämlich überhaupt nicht mehr bewusst, dass hier noch irgendwie was Cooles ist. Aber hey, was soll's? So. Möb? Warum Möb? Warum liegen hier Müllsäcke rum? Oder Zeug? Ah, immer wieder die scheiß Touristen hier. Aha, ja, das ist, ich habe eben schon, wie mache ich hier was vor? Das ist ein kleiner Mini-Dungeon. Huch, wer hätte das jetzt erwartet?
Der Steinschwertschlüssel durch die Benutzung zerdeppert. Oh, ich kriege wieder ein Level-Up raus. Geile Scheiße. Das bedeutet... Eigentlich wollte ich mal den Zauber gegen den Drachen benutzt haben, aber ja, aus irgendwelchen Gründen kann ich mich nicht daran erinnern. 52 brauche ich, das heißt mit einem plus 5er Ding bin ich noch nicht ganz da. Aber hey. Genau, mach das Ding mal an. Ich danke dir. Oh. es geht. Okay, hier kann man runterfallen, das sehe ich gerade noch. Es gibt einige Bosse, gerade jetzt gegen Ende. Oh Gott, ich habe so Angst vor dem Ende, dass ich... Kann sein, dass gegen Ende des Let's Plays, dass es etwas länger dauert, bis eine Folge hochgeladen wird, weil... Die es wissen, worauf ich anspiele, ja, die wissen es halt schon. Und die es noch nicht wissen, die wissen es halt noch nicht. Und... Uiuiui, ja. Diese Wölfe kommen immer wieder, es sei denn, man tötet die Schnecklis. Oder das Schneckli, was sich um die Beschwörung dieser Individuen bemüht. Okay, jetzt frage ich mich gerade nur, wo man hinkommt, wenn man da runterfällt. Aber das können wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt mal herausfinden. Sollte ich das Ganze hier überleben. Ich meine, ich könnte jetzt noch ganz viele Runen zerdrücken, um nochmal ein Level aufzuleveln, damit die Dinger sicher sind. Aber hey, es sind 44.000, das kann ich auch alles nochmal nachfarmen. Und wenn ich sie nicht nachfarmen muss, umso besser. Aber ich glaube nicht dran, Sieger voraus. Ich weiß nicht so recht. Goldene Rune 10. Ein Runenbogen. Und, oh, eine Heldenrune. Ja, so sehen Sieger aus. Ah, das Gute ist, wenn ich sterben sollte, dann kann ich die Pause nutzen, die dann sich ergibt, um nochmal auf die Toilette zu gehen. Oh, ich hasse es. Mittlerweile bin ich... Falls das jemand das Programm von Hannes Bender kennt, komm ich weg. Oh, da ist ja eine Passage, wo er sich über das Schiffen lustig machte. Ich bin jetzt in der Gegenwartphase angelangt, wo ich nicht mehr im Voraus weiß, wann, dass ich in so und so viel Zeit in einer halben Stunde schiffen gehen muss. Nein, das finde ich heraus, indem ich einfach... nichts mache. Oh, Scheiße. Steh auf! Mein Gott, da wird der Eimer ein bisschen angekaut und liegt halt blöd am Boden rum und... Darf ich... Oh, das darf nicht wahr sein! Oh, es ist immer noch lebend! Oh! Oh! Lauf schneller, du Arsch! Oh Gott! Oh, haltet ihr viel aus! Scheiße! Yo! Oh Gott im Himmel! So, ich springe drüber. Damit es schön weiter ruckeln kann. Na also, jawoll! Oh mein Gott! Oh, Licht, ja. Du mich auch. Frage, aber kommt man hier raus, wenn man... Kommt man da hoch? Na, vielleicht landet man hier, wenn man... Wenn man, ja, an der falschen Stelle irgendwie unten landet. Toll! Toll! Ganz toll! Hat sich ja echt gelohnt hier. Aber was soll's. Oh, da ist ein Arschi. Inaba! Inaba Yasha! Nein. Du bleibst schön unten, du Arsch. Ich fürchte nur, der kommt wieder, wenn wir... Ja, komm. Gefälligst. Haha! Bist du der Inaba-Mann? Schlange? Dingsbums, Gedöns. Bin eingeschüchtert, das ist alles. Frostfett, yay. Okay, hier liegen die Viechers schön herum. Bringen mich hoffentlich nicht um.
während ich durch das Unterholz marschiere. Okay. Was kriege ich? Rüstung der weißen Halme. So. Da haben wir... Ja, ich habe so wenig Heilung. Damit komme ich mit Leben nicht aus, aber... Aber was soll's. So, eine davon, da hinten ist die andere. Das Blöde ist, es wäre echt cool, wenn die Dinger nicht mehr wiederkommen würden, wenn man sie einmal platt gemacht hat. Okay, schnell hier rüber. Schnell, schnell, schnell. Das ist gut. Und jetzt... Jawohl! Oh, und da wäre auch wieder so ein... Kinderheinsel bekommen? What? Hier gibt's noch eine andere, eine dritte? Offensichtlich. Ja, dann leck mich, ich hab nämlich keine Ahnung, dass es da eine dritte gibt. Hur. Gehen wir einfach mal hier rein. Was soll hier schon Schlimmes sein? Oh, ein Apostel der Götterskalpe. Danke. Da kam die Rolle nicht mehr. Ja, der hat unmittelbar auf mein Dings reagiert. Warum rollst du so langsam? Warum triffst du nichts? Oh, das darf nicht wahr sein, ey. Das Rollen kommt... Ein winziges Müh zu spät. Roll, danke. Ja. Das Schöne ist natürlich... Oh, come on, ey, das ist ein Mühchen. Ein Mühchen zu lange dauert. Dauert das, bis man wieder rollen kann, das wäre... Oh. Ja. Oh, ich habe keine Ahnung, wie er funktioniert hat. Okay. Schnell. Schnell vom Baum weg. Ja. Nicht proaktiv handeln, das ist... Oh, das war knapp. So. Ja. Jetzt darf ich nochmal, ja. Mal drauf. Ach, keine Ausdauer mehr. Egal. Oh, nochmal drauf. Warum immer, wenn ich Scheiße im Rücken habe? Warum? Guckt euch das an! So, jetzt hab ich dich! Tja, da ist plötzlich die Hitbox des Gegners weg. Yay! Warum bin ich nicht gerollt? Oh,
mal sehen, ob die beiden Doppelschwerter... Ist das wieder alles hinter ihm? Holy shit. Jedes Mal sind die kacke hinter ihm. Aber meine Schwerter sind halt nicht so gut aufgelevelt, leider. Geil. Oh Gott, was für ein scheiß Versuch. Ah, wenn ich was sehen würde, wäre das cooler. Ja. Ich hab das Gefühl... nicht so schnell ausweichen, wie ich muss, um dem Schlag zu entrinnen. Das ist das Problem. Da muss man schon richtig... Natürlich springe ich über ihn. Ich bin weit genug weg. Schnell saufen. Der wusste schon, dass ich schlage, bevor ich schlage. Mal laufen, danke. Genau deswegen muss man 5 Milliarden Lichtjahre zwischen uns und dem Gegner haben. Ja. So. Geil, jetzt kommt aber das richtig Schlimme. Weil es gibt einen Doppelkampf. Ausdauer. Ach, er kann das. Jetzt habe ich wieder Scheiße im Rücken, leider. Trinken. Ja. Okay. Gegen den habe ich nicht bei weitem... nicht so viel Erfahrung, leider. Natürlich kommt das Ding durch das Dickicht durch. Oh Mann. Oh. Okay. Ich wollte nur sagen, mir geht auch irgendwann mal die Ausdauer aus. Danke. Oh Gott, hat das eine Reichweite. Jawohl! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Danke. Hey! Erster Versuch mit richtigen Waffen! Und es ist immer noch nicht vorbei. Dann wollen wir mal die Geisterrufschnecke töten. Ich habe keine Ahnung, ob das Scheißvieh die Bosse wieder ruft und ob man das Ding finden kann, bevor man die beiden Typen hier umgebracht hat. Holy shit. Oh my goodness. Also gegen manche, also
Peitschen, sehr, sehr situative Waffe. Zumindest für meinen Geschmack, würde ich sagen. Ritual der schwarzen Flamme und irgend so ein komisches Serviertablett. Was das schon Essen schon auf ist, was man serviert. Glaube ich. War das hier ein Talisman vielleicht? Ja, tatsächlich. Aufeinanderfolgende Angriffe regenerieren LP. Heiliges Tuch von den Aposteln der Götterskalbe besteht aus weicher zusammengenähter Haus. Angriffe regenerieren LP. Die finsteräugige Königin wiegt neugeborene Apostel in diesem Tuch. Bald werden sie zum Tod der Götter heranwachsen. Wer auch immer die finsteräugige Königin ist. Und wir haben eine Magie erlangt, glaube ich. Nein, es ist keine Magie, ein Wunder. Ein Wunder! Für 42 Glauben beschwört es einen Kreis aus der schwarzen Flammensäule herum. Um euch herum. Aus schwarzen Flammensäulen, so rum. Eine überragende schwarze Flammenanrufung von den Aposteln der Götterskalpe beschwört einen Kreis aus schwarzen Flammensäulen um den Zaubernden herum. Durch Aufladen erhöhte die Größe des Kreises. Die finsteräugige Königin führte die Apostel an und war angeblich eine von den Fingern auserwählte himmlische. Oh! Ich weiß nicht, ob das in der Mitte könnte eine Silhouette sein von einer schwarzen Königin, deren Haare oben nach links herumwehen. Aber es könnte auch nur Zufall sein. Und wenn es eine himmlische ist, dann müsste sie ja eigentlich die finsteräugige Königin. Ist eine himmlische. Das bedeutet, sie muss ein Kind von Radagon und Marika sein. Weil nur die Kinder von Radagon und Marika werden als himmlische bezeichnet. Also Mikella, Malenia, Rani. Habe ich jemanden vergessen? Ich weiß es nicht. Radahn, der ja ein Kind von Radagon und ich glaube Renala war? Ist ja kein himmlischer. Und Renala natürlich auch nicht. Weil sie keine Göttin ist. Oder Göttin war. Und wen hat man denn sonst noch übrig? Godric. Ich habe keine Ahnung, wessen Kindes Sohn er ist. Wessen Vaters Sohn er ist. Oder wessen Mutter. Wobei muss ja eigentlich ein Offspring, ein Kind von Marika sein. Aber dann wahrscheinlich auch Renala. Er ist auf jeden Fall auch kein himmlischer. Und jetzt rede ich jetzt schon wieder so viel rum um das Zeug hier. Es ist schon durchaus sehr interessant. Könnte natürlich auch sein, dass es ein... diese ganzen Spiele sind ja voll von Zyklen. Immer das Feuer entzünden und so weiter. Zeitalter und so weiter. Es gab ja auch Zeitalter hier vor. Also es könnte vielleicht auch eine Riesin sein, dass es schon mal ein Götter-Ehepaar gegeben hat vor Marika und Radagon, dass sie aus einer früheren Zeit stammt. Es gab ja noch die Zeit der Riesen. Also ich meine, es gab eine Zeit der Riesen. Vielleicht ist aber auch die Zeit oder das Zeitalter der Riesen identisch mit dem Zeitalter der Drachen und das Zeitalter der Drachen war vor dem Zeitalter der Riesen. Und die Riesen mussten besiegt werden, damit der Baum blühen kann und das Zeitalter des Erdenbaums eintritt. Gibt das irgendwie einen Sinn? Ich weiß es nicht. Wobei, ich bin mir nicht sicher, ob das Zeitalter der Riesen, wie gesagt, identisch ist mit dem Zeitalter der Drachen, weil die Drachen ja durchaus noch eingegriffen haben, als das Zeitalter des Erdenbaumes anbrach. Ja, weil die Hauptstadt Lyndale ist ja von dem großen Drachen angegriffen worden. Die Frage ist natürlich, die man sich stellen kann, ist die große, die Stadt und sind die Leute, die jetzt am Drücker sind oder am Drücker gerade noch so sich halten, wie Marika, sind, ich glaube, ich muss erstmal wieder, hatte ich da oder? Ich glaube ja. Was soll's. Beim nächsten Mal komme ich mit dem Dingssiegel aus, wenn ich das hier noch voll mache. Aber das kann noch ein bisschen dauern, bis ich das voll mache, weil jetzt haben wir ziemlich sämtliche Seelen oder Runen ausgegeben, die ich bekommen habe. Genau. Ich bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich kann man aus den ganzen Wirrwarr irgendwie rauslesen, ob die, ich weiß nicht, Menschen oder Menschenähnlichen, die jetzt mehr oder weniger am Drücker sind, also Marika, Radagon und so weiter, die in Lyndale ihre Hauptstadt gesetzt haben. Vielleicht waren die ja schon vorher da und waren halt noch keine Götter. Und sind da schon von Drachen angegriffen worden. Und das... Oder ist der Drache... Kam der... Also der große Drache, der versteinert ist, der jetzt gerade in der Grand Sax, glaube ich, heißt er. Der in der Hauptstadt jetzt gerade rumliegt. Versteinert. Hat er angegriffen, als noch das Zeitalter der Drachen war? Oder war das schon das Zeitalter des Erdbaumes? Ich habe keine Ahnung. Kriegt man wahrscheinlich irgendwo raus. Weil die Leute muss es ja schon vorher gegeben haben. Sonst hätten sie nicht ausziehen können vor dem Zeitalter des Erdbaumes, um das Feuer einzudämmen. Um damit das Zeitalter des Erdenbaumes einzuläuten.
Also, es gibt Details, die ich noch nicht verstehe. Aber ich verstehe, dass ich jetzt eine Pause machen muss, beziehungsweise ein Ende dieser Folge einrufen muss. Und ja, jetzt bin ich froh, dass ich das hier hinter mir habe. Und ich glaube, beim nächsten Mal machen wir dann hier weiter. Deswegen sage ich mal, bis dann. Ciao.